Grüß euch, sind wir wieder in St. Martin. Jetzt sind wir diesmal in der Nebensakristei, erster Stock. Da ist nämlich unser Himmel untergebracht. Diesen Himmel kennen Sie vielleicht von der Fronleichnamsprozession. Der Priester oder der Diakon, der das Allerheiligste bei der Fronleichnamsprozession durch die Straßen trägt, geht unter diesen Himmel. Fronleichnam, der Begriff kommt aus dem Mittelhochdeutschen, bedeutet Leib des Herrn, wörtlich übersetzt. Und das ist ja das, was wir am Fronleichnam feiern, nämlich der Leib des Herrn, der Leib Christi wird durch die Straßen getragen. Das war damals im Mittelalter Bedürfnis, dass man das sieht, dass man den Heiland sieht, dass man die Hostie sieht. 1273 war die erste Prozession, die erste Fronleichnamsprozession in Bayern, nämlich in Benedikt Bayern. 1264 wurde das Fest da erst eingeführt vom Papst Urban IV. Die Fronleichnamsprozession, wie gesagt, der Priester, Diakon, geht mit der Hostie, mit der Monstranz unter den Himmel. Man hat dann auf dem Weg der Prozession 3 oder 4 Stationen. Bei jeder Station ist ein Altar. An diesem Altar gibt es eine kleine Schriftenlesung. Es gibt Fürbitten und einen Segen. Der Weg der Prozession, der wird geschmückt. Die Leute gehen vorne raus. Die Leute hängen rote Tücher raus beim Fenster. Bei den Altären ist meistens ein Blumenteppich oder Birken, die wo das ganze Ambiente ein bisschen schöner machen. So, jetzt sind wir wieder in meiner normalen Sakristei. Jetzt zeige ich noch eine von unseren Monstranzen, diese wunderbare Strahlmonstranz. Bezeichnung Strahlmonstranz schließt sich. Schaut aus wie die Sonne. Christus ist unser Licht. Da, neben dran, habe ich die Pyxis. Das ist die Aufbewahrungsdose, kann man sagen, für das heilige Brot, was in der Monstranz drinnen ist oder hier noch drin ist. Die macht man nämlich auf. Und da ist die sogenannte Lunula drin. Diese Lunula, das ist so ein kleiner Schlitten mit einem Halbkreis. Kann man da aufmachen, kann man die Hostie, kann man dann rein tun und fixieren. Dann öffnet man auf der Rückseite der Monstranz einen Dicker, schiebt die Lunula hinein, macht sie und kann sie bewundern. So funktioniert das mit den Monstranzen. Schaut, dass wir ja eine Prozession haben, aber demnächst mal wieder in der Kirche. Für dich.